Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Sorry, dass ich die letzten Tage nicht ganz so aktiv war. Ich war gesundheitlich etwas angeschlagen und habe mir daher eine kleine Pause gegönnt. Aber ich wollte ja eigentlich noch mal wenigstens eine Partie von der internationalen offenen deutschen Frauenmeisterschaft zeigen. Und weil meine Partien irgendwie ja nicht so super spannend waren, beziehungsweise es jetzt nicht so super viele Momente gab, die ich gerne zeigen wollte, habe ich mich entschieden, die Partie zwischen Natalia Buxa und Claudia Kulon zu zeigen. Denn die war tatsächlich sehr, sehr spannend. Diese wurde in Runde 5 gespielt. Wir schauen einfach mal. Die Ukrainerin Natalia Buxa hatte Weiß und spielte E4. Darauf folgte E5. Und wir werden hier gleich Italienisch auf dem Brett sehen. Und Schwarz spielt Springer F6. Also, sie nimmt hier in Kauf, dass Weiß Springer G5 spielt, schließt aber dafür zum Beispiel die C3-D4-Varianten aus, die Buxa auch ganz gerne spielt. Aber es folgte D3 und das spricht jetzt erstmal dafür, dass das langsames Italienisch wird. Aber Schwarz wählt hier einen Aufbau mit Läufer E7 und nicht mit Läufer C5. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas passiver aus, aber tatsächlich ist das häufig sogar aggressiver, weil Schwarz so versucht, schnell am Königsflügel anzugreifen. Aber wir werden gleich noch sehen, wovon ich rede. Rochade, Rochade, Turm E1, D6. Das ist alles erstmal ganz normal. Nach D6 ist der E5 gedeckt, das heißt, jetzt hat Schwarz die Idee, mit Springer A5 den weißfeldrigen Läufer einzufangen, beziehungsweise einfach gegen den Springer abzutauschen. Deshalb spielt Weiß A4, genau im richtigen Moment. Und König H8. Und hier kommt genau das, was ich meinte, mit, dass das häufig sogar aggressiver ist als die Varianten mit Läufer C5. Schwarz möchte nun einfach den Springer wegziehen und damit F5 anfangen, die F-Linie zu öffnen. Weiß sagt, okay, ich gewinne erstmal weiter Raum am Damenflügel. Schwarz sagt, ah, den Bauern auf A6 lieber nicht. Und Springer C3. Springer G8 und Springer D5. Also Weiß nutzt aus, dass Schwarz die Figuren zurückzieht und versucht, die eigenen so zentral wie möglich zu stellen. Nun F5. Und das hier ist aus meiner Sicht schon ein erster wichtiger Moment, in dem man zumindest eine bewusste Entscheidung treffen muss. Ich kann hier nicht sagen, dass eine Möglichkeit deutlich besser ist als die andere, aber ich glaube, man sollte sich hier schon Gedanken machen. Möchte man zulassen, dass Schwarz diesen Bauer nach F4 lässt oder nicht? Ich persönlich würde ihn wahrscheinlich lieber nicht dahin lassen und ich würde hier auf F5 schlagen. Und nach Läufer schlägt F5 dann D4 spielen. Die Hauptidee ist, dass nach E4 Springer D2 Weiß gerne den E4-Bauern wegnehmen möchte. Schwarz hat hier zwar die F-Linie geöffnet, aber eigentlich stehen die weißen Figuren viel aktiver. Und ja, zum Beispiel nach Springer D4, Springer E4 ist das Material ausgeglichen. Und ich glaube, es ist recht klar, dass die weißen Figuren im Zentrum einfach etwas besser stehen als die schwarzen und deshalb sollte auch die Stellung besser sein. Aber Schwarz hat hier auch den Zug Läufer G4 und hier ist es ganz wichtig, die Stellung nach Läufer E2. Läufer schlägt F3, Läufer schlägt F3 und Springer schlägt D4 richtig einzuschätzen, beziehungsweise ja, noch ein Stückchen weiter zu rechnen. Hier kann Weiß Läufer E4 spielen, mit der Idee Dame H5. Und das ist tatsächlich gar nicht so super leicht zu verhindern für Schwarz. Also ich habe hier C6 angeschaut, einfach um diesen Springer mal zu verjagen. Aber hier nach Dame H5 ist das Problem, dass zum Beispiel H6 gar nicht hilft, denn nach Dame G6 wird Schwarz einfach matt gesetzt. Denn Springer F6 hilft nicht, weil der einfach geschlagen wird. Und ja, wenn sowas wie Springer H6 kommt, dann folgt Läufer H6 und G schlägt H6. Wenn nicht G schlägt H6 kommt, sondern zum Beispiel C schlägt D5, dann wird Schwarz sofort matt gesetzt. Mit Dame H7 und Dame G6. Das hilft also nicht. Und nach G schlägt H6 kann Weiß jetzt den Springer entfernen. Und nach Turm B8, Dame schlägt H6, ist das Material ausgeglichen. Und ich glaube, es ist recht klar, dass mit diesem König Weiß besser stehen muss. Weiß hat hier zum Beispiel eine Idee, mit Turm A3 irgendwie den Turm nach G3 oder H3 zu bringen. Und das ist sehr, sehr gut für Weiß. Aber ja, Natalia hat H3 gespielt. Auch das ist möglich. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan davon, weil mir das weiße Spiel hier recht schwer fällt. Aber ich meine, für sie ist das vielleicht anders und vielleicht ist das auch für euch anders. Die Stellung ist auf jeden Fall ein bisschen besser für Weiß. Aber was mir hier nicht so gut gefällt, das weiße Gegenspiel ist nicht ganz so geradlinig wie in der Variante, die ich eben gezeigt habe. Und dafür ist der schwarze Plan recht klar. G5, G4 und irgendwie matt setzen. Und Weiß könnte hier direkt D4 spielen, das wäre wahrscheinlich auch das Beste. Hier wäre zum Beispiel eine wichtige Idee, dass man nach Läufer F6 einfach mit Turm A3 den Turm mit in die Verteidigung des Königsflügels einschalten kann. Natalia hat sich für B3 entschieden. Die Idee ist tatsächlich so ähnlich. Also der Läufer hat nicht so viel Perspektive, deswegen möchte sie den nach B2 entwickeln und dann mit D4 das Zentrum öffnen. Es folgte G5, Läufer B2 und erstmal Läufer F6. Und hier D4.
Und nach G4 kommt schon der erste interessante Moment. Hier lässt Weiß erstmal den Springer auf F3 hängen und versucht mit einem Gegenangriff Schwarz unter Druck zu setzen. Das Problem ist, Schwarz kann hier im Prinzip nicht auf F3 nehmen, denn nach E schlägt F6 droht F7 und ja, Schwarz hat hier ja nicht mehr Material gewonnen. Auch sowas wie Läufer schlägt E5 ist nicht gut, denn nach Springer schlägt E5 hängt plötzlich der Bauer auf G4, denn der Springer ist gefesselt und die Dame deckt den Bauern. Das heißt, das wäre auch nicht gut und auch D schlägt E5 wäre tatsächlich nicht gut, denn jetzt nach H schlägt G4, Läufer schlägt G4, kann Weiß auch wieder B4 spielen und versuchen, den Turm über A3 in die Verteidigung des Springers auf F3 einzuschalten und somit ja dann quasi die Entfesselung voranzutreiben. Also man möchte den Springer decken und kann dann die Dame eben freiziehen. Das heißt, Schwarz kann im Prinzip mit keiner Figur auf E5 wieder nehmen. Aber Coulon hat das sicher vorhergesehen und spielte Läufer G7. Der Punkt ist, dass hier der Läufer auf B2 nicht optimal steht, denn der ist ungedeckt. Und deshalb ist es irgendwie schwierig für Weiß, den Bauern von E5 zu entfernen und Schwarz kann ihn dann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt nehmen. Und nach H schlägt G4, Läufer schlägt G4 ist diese Fesselung unangenehm. Und nach Läufer E2 schlägt, hatte Schwarz jetzt auch die Zeit, auf E5 zu nehmen. Jetzt muss Weiß aufpassen, es droht Springer schlägt F3 mit Abzugsschach. Der Läufer auf B2 wäre dann angegriffen, deshalb König F1. Jetzt ist Springer schlägt F3 natürlich nicht mehr schlimm, denn Weiß hat den Zwischenzug Läufer schlägt G7, das ist Schach und dann kann man auf F3 wieder nehmen. Deshalb folgte Springer E7. Und ja, nach Springer E7 hat Weiß König E2 gespielt. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas komisch aus, aber eigentlich ist es sehr logisch. Durch diese ganze Aktion hier am Königsflügel hat sich die H-Linie geöffnet. Und welcher König steht auf der H-Linie? Genau, der Schwarze. Das heißt, Weiß versucht hier einfach zum Gegenangriff anzusetzen. Es folgte Springer G6 und Turm H1. Damit D7, erstmal C4. Also Weiß stützt hier den Springer auf D5 und verhindert auch einfach irgendwelche Ideen mit Dame B5. Turm E8 und Dame C2. Und hier nach König G8, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal nachdenken. Ich glaube nämlich, der richtige Plan ist hier recht simpel. Aber lustigerweise ja, hat Natalia hier quasi, also sie konnte aus einigen Zügen auswählen und sie hat den schlechtesten davon genommen. Und das fand ich recht überraschend, auch dass Schwarz das nicht ausgenutzt hat. Ja, was möchte man hier machen? Natürlich möchte man gerne die Türme auf der H-Linie verdoppeln. Das kann man mit verschiedenen Zügen machen. Turm H3 ist möglich. Ich persönlich finde jetzt Turm H2 am logischsten. Natalia spielte Turm H5. Der sieht natürlich auch logisch aus. Also sie möchte einfach auf der H-Linie verdoppeln. Aber hier hat sie eine schöne Taktik übersehen. Denn Schwarz kann hier auf F3 schlagen. Mit der Idee, dass nach G schlägt F3, Turm schlägt E4 Schach kommt. Die Dame möchte natürlich nicht schlagen wegen Turm E8. Und wenn der Bauer schlägt, kommt Dame G4 und jetzt sieht man, warum der Turm auf H5 tatsächlich nicht optimal steht. Aber Schwarz hat das übersehen und hat Turm F7 gespielt. Und nach Turm F7 ist natürlich der Turm auf H5 nicht mehr schlimm und Weiß deckt den einfach mit Turm H1 und greift auch H7 an. Okay, Läufer H8 verteidigt den Bauern und der König macht sich weiter auf den Weg an den Damenflügel, denn natürlich fühlt er sich auf E2 nicht so super wohl. Dame D8 und Dame D2. C6 und Springer B6. Und hier macht sich der weiße König weiter auf den Weg. Der möchte einfach nach B1. Der startet mal auf G1 und jetzt läuft er einfach ganz weit rüber zum Damenflügel, weil die schwarzen Figuren waren ja bereit für einen Angriff am Königsflügel, aber eben nicht am Damenflügel. Springer E6 und Turm D1. Ja, der Angriff auf H7 hat sich nicht so richtig gelohnt, deshalb geht Weiß jetzt zurück auf den Angriff gegen den durch C6 geschwächten D6 Bauern. Hier folgte C5. Und ja, die Idee ist recht klar, aber tatsächlich wäre das auch ein guter Moment, so einfach mal zu schauen, kann ich vielleicht trotzdem machen, was ich machen wollte. Wenn Weiß auf D6 nimmt, dann möchte Schwarz Springer D4 Schach spielen. Das unterbricht die Verbindung zwischen Turm und Dame und sieht auf den ersten Blick erstmal blöd aus. Tatsächlich sagt der Computer, dass Weiß hier einfach deutlich besser steht, wenn man die Qualität opfert und zum Beispiel Läufer A3 spielt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz offensichtlich. Aber wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann kann man das schon verstehen. Der Punkt ist, Weiß hat hier diesen starken Läufer und der Läufer auf H8 ist tatsächlich einfach nicht so gut. Wenn Weiß es schafft, den D-Bauern zu blockieren und Schwarz zum Beispiel auf F3 nimmt, das wäre ganz, ganz schrecklich, denn plötzlich hätte Schwarz gar kein Spiel mehr. Der weiße Springer kann immer zurück nach D5 und das sieht einfach nicht gut aus. Wenn Schwarz aber nicht auf F3 nimmt, dann hat Weiß eben sogar das Läuferpaar und der Turm steht sehr aktiv und ja, insgesamt
ist es hier einfach schwer zu erkennen, wo die schwarze Aktivität herkommen soll. Ich kann aber verstehen, dass Weiß das nicht wollte. Sie hat König B1 gespielt, das erneuert die Drohung, Dame schlägt D6, weil Springer D4 dann nicht mehr mit Schach kommen würde. Aber jetzt nach Springer D4 hat sie aus meiner Sicht eine etwas komische Entscheidung getroffen. Und wenn ihr nachdenken möchtet, dann haltet auf jeden Fall mal das Video an und überlegt hier, wie ihr weiterspielen würdet. Denn, ja, hier steht man vor einer wichtigen Wahl. Was macht man mit diesem Springer auf D4? Und tatsächlich, glaube ich, ist die einzige Möglichkeit, den einfach mal rauszuhauen. Und ja, so richtig konnte ich nicht verstehen, wovor sie Angst hat. Also zum Beispiel nach C schlägt D4 kann man auch einfach den Springer zurück nach D5 ziehen. Das sieht aus meiner Sicht nach einer ziemlich guten Stellung aus. Was noch wichtig ist, was passiert nach Springer schlägt F3 mit der Idee, dass nach G schlägt F3 Läufer schlägt D4 kommt. Aber auch hier kann man den Springer zurück nach D5 spielen. Der F4 ist schwach und vor allem ist der schwarze König hier viel schwächer als der Weiße. Also der Weiße sieht natürlich schwach aus, insbesondere mit diesem Läufer auf D4. Aber das ist wieder so ein Moment, da muss man sich einfach fragen, wie kommen denn die anderen schwarzen Figuren zum weißen König? Weil der Läufer, der setzt ja nicht matt. Und ich glaube, dann kommt man ganz schnell dazu, dass keine der schwarzen Figuren zum weißen König kommt. Stattdessen spielte Weiß König A2, aber jetzt nach Springer C6 ist der Springer auf D4 irgendwie so ein bisschen solider und bleibt eben erstmal da. Und ja, hier spielte Natalia E5, der war etwas überraschend. Aber hier ist es schon gar nicht mehr so einfach für Weiß etwas zu machen. Also man könnte irgendwie sowas wie Turm H3 spielen, Läufer H5 drohen. Aber nach zum Beispiel Turm E5, Läufer H5, Turm F8 und ja zum Beispiel Springer D5, die Stellung sieht sehr, sehr unklar aus. Also Weiß möchte vielleicht erst auf D4 nehmen, wenn der Springer nicht mehr auf C6 steht. Aber der Springer wird einfach nicht von C6 weggehen und hier ist es schwierig für beide Seiten so richtige Fortschritte zu erzielen. Aber die Stellung ist natürlich völlig unklar. Nach E5 folgte Springer B4 Schach. Und hier hat Weiß jetzt schon gar nicht so eine einfache Auswahl. Und wenn ihr wollt, dann denkt auch gern hier mal nach, denn hier gibt es eine super interessante Variante, bei der ich fast sicher bin, dass Weiß die in der Partie überhaupt nicht in Betracht gezogen hat, was ich auch gut verstehen kann. Tatsächlich ist hier wahrscheinlich das Beste für Weiß, auf B4 zu schlagen. Und mal ganz ehrlich, wer von euch hat sich diesen Zug angeschaut? Die Idee ist, dass in der Stellung nach C schlägt B4, Läufer schlägt D4 tatsächlich Weiß Druck auf Schwarz macht, obwohl Weiß nur zwei Leichtfiguren für die Dame hat. Das ja, sieht etwas überraschend aus, aber wenn man sich ein bisschen anguckt, was Weiß hier alles droht, dann kann man schnell verstehen, dass es wahrscheinlich nicht bei zwei Leichtfiguren für die Dame bleibt. Weiß möchte unter anderem Läufer D5 spielen. Weiß möchte auch ganz gerne den Läufer von D4 wegziehen und dann die Gegenüberstellung von Turm und Dame ausnutzen und dann vielleicht mal auf D6 nehmen. Und die schwarzen Figuren, die sind hier einfach so passiv, dass man nicht gegen alle Drohungen was machen kann. Zum Beispiel, wenn man Turm E6 spielt, einfach um ja, Weiß etwas abzuschwächen und etwas Material zurückzugeben, dann kann nach Dame E7 zum Beispiel Springer C8 kommen. Und nach Dame E8, Schach, König geht weg und ja, zum Beispiel Läufer E6 und Springer D6. Das ist nur eine Beispielvariante, aber hier ist das Material jetzt schon ausgeglichener, also es ist immer noch eine komische Materialverteilung, aber Turm, Springer und Bauer für die Dame, das ist eben ja, schon in Ordnung. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass das eben durchaus eine Überlegung wert gewesen wäre. Natalia spielte stattdessen König B1. Das ist wahrscheinlich der menschliche und logische Zug, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, was hier wahrscheinlich der Fall war, weil die Zeitkontrolle recht kurz war. Hier folgte Läufer schlägt E5 und ja, das war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, okay, aber wozu hat man jetzt E5 gespielt? Also das Problem ist, dass mit dem Springer auf D4 eben kein Läufer D5 mehr kommt. Es folgte wieder Turm H1, Dame F6 und Läufer E4. Also Weiß versucht, Druck gegen den H7 zu machen. Aber Schwarz nimmt einfach auf B3 und auf B2. Und nach Läufer H7, König F8, Dame B3, Läufer D4 nähern wir uns jetzt der Zeitkontrolle. Hier folgte Läufer C2 und das ist jetzt der 40. Zug von Schwarz, also auch völlig verständlich, dass Schwarz hier vielleicht nicht den allerbesten Zug gefunden hat, aber die Idee war auf jeden Fall richtig. Schwarz hat hier einen Bauern mehr und ich denke, es ist recht klar, dass beide Könige hier auf jeden Fall schwach sind. Momentan sieht es vielleicht so aus, als wenn der Schwarze ja ein bisschen mehr angegriffen wird, aber andererseits, es sind auch nur die beiden weißen Türme und es ist jetzt nicht ganz klar, ob die wirklich in der Lage sind, matt zu setzen. Hier sollte Schwarz F3 spielen. Ich glaube, die Idee wird ganz klar, wenn wir einfach ja, gleich eine kleine Variante anschauen. Also der Punkt ist, dass zum Beispiel nach G3 einfach Turm E2 kommt. Wie gesagt, wir werden gleich sehen, warum das so clever wäre.
Schwarz spielte sofort Turm E2. Das sieht ja logisch aus. Und hier fehlt eben, oder hier hat Weiß eine Verteidigung, die man nach F3 nicht mehr hat, und zwar Dame H3. Weiß versucht hier die Dame jetzt tatsächlich ja, in Richtung des Königsflügels bzw. in Richtung des schwarzen Königs zu schwenken. Und hier sollte Schwarz wahrscheinlich Dame E6 spielen, aber nach schlägt, schlägt und sowas wie Läufer D1. Weiß steht hier schlechter, das steht völlig außer Frage, aber hier spielt man noch. Also die Partie ist noch nicht vorbei. Stattdessen folgte Springer D5 und jetzt ist das gar nicht mehr schlimm, dass Schwarz nicht F3 gespielt hat. Schwarz hat genommen und jetzt F3 gespielt. Und nach G schlägt F3 Dame E7. Hier ist auch immer ganz wichtig zu sehen, der Läufer, der nervt nicht nur den weißen König, sondern übernimmt auch eine wichtige Verteidigungsaufgabe des Feldes H8. Nach Dame D3 folgte Schach. König A2, schlägt, schlägt und Dame D8. Schwarz möchte jetzt hier den Bauern auf A5 abholen und viel wichtiger einfach die Dame in den Angriff bringen. Weiß verteidigt sich natürlich dagegen. Und ja, hier fand ich auch ein bisschen überraschend, was passiert ist. Denn Schwarz konnte hier durchaus auf F3 nehmen, mit der Idee dann einfach Läufer C3 zu spielen. Sowas wie Dame H6, das ergibt natürlich nicht besonders viel Sinn, denn nach Dame H6, Läufer G7, Dame D2, kann Schwarz jetzt zum Beispiel mit Dame F6 fortsetzen. Und hier tut es auf jeden Fall nicht weh, dass man den Turm auf F3 hat. Vielleicht, ja, eigentlich kann man davor auch keine Angst haben. Ich dachte, dass vielleicht Schwarz Angst irgendwie vor Dame D4 hatte. Aber das ergibt gar keinen Sinn, weil man kann einfach schlagen und nach Turm H8, man deckt ja die Dame. Deshalb ja, gewinnt Schwarz ja auch einfach Material. Also hier weiß ich nicht genau, was Schwarz sich gedacht hat. Schwarz hat Läufer G7 gespielt. Das ist kein schlechter Zug, aber Turm schlägt F3 sieht einfach für mich logischer und einfacher aus. Es folgte Turm E1. Dame F6. Es droht natürlich Dame B2 matt, aber Weiß verhindert das. C4 und Dame B4. Also Weiß versucht hier auch ein bisschen Gegenspiel zu bekommen. Momentan droht nichts groß, aber die schwarzen Figuren sind eben auch an ihre Stellungen gebunden, damit hier nicht zum Beispiel mal der D6 mit Schach fällt. Turm C7 und der Läufer ging zurück, weil jetzt ist das Feld B2 ja von der Dame auf B4 gedeckt, das heißt, er steht nicht mehr im Weg. Und hier hätte Schwarz wahrscheinlich lieber sowas wie Turm E7 spielen sollen und versuchen, im Endspiel mit den ungleichfarbigen Läufern weiterzuspielen. Stattdessen folgte Turm C5, aber hier hat Weiß eine fantastische Idee gefunden. Sie spielte Läufer A4. Sie verteidigt sich hier wirklich gut, also sie versucht einfach so aktiv wie möglich zu spielen. Der Punkt ist, dass nach Turm schlägt D5 Turm E8 kam. Und nach König F7, Dame B7. Und nach König G6 ist das Remis wirklich zum Greifen nah. Und wenn ihr wollt, dann haltet gerne das Video an und überlegt mal selbst, wie ihr hier weiterspielen würdet mit Weiß. Denn, ja, erstmal sieht es toll aus, dass der Turm hängt, aber leider darf man den natürlich nicht nehmen, wegen Matt auf B2. Und dann ist die Frage, ja, was sonst? Man sollte wahrscheinlich Schachs geben, weil wenn Schwarz anfängt, Schachs zu geben, hat man schlechte Karten. In der Partie folgte Dame B1. Der beste Zug war aber Läufer C2. Und der Punkt ist, dass, ja, also der König darf natürlich nicht auf die fünfte Reihe, weil dann hängt der D5-Turm mit Schach, das wäre blöd. Und nach König H8, König H6 ist die Idee, Turm H8 zu spielen. Schlägt Dame H7 und nach König G5 Dame G8. Und wenn, ja, irgendeine Figur dazwischen zieht, dann hängt der D5 wieder mit Schach, das ist die Idee. Wenn der König nach H6 geht, hat man wieder Dame H7 Schach. Und nach H4 und F4 darf der König nicht, wegen Dame G4. Das ist aber nicht leicht zu sehen. Und stattdessen folgte Dame B1 und Dame F5. Und ja, hier ganz wichtig, also die Endspiele, die sehen natürlich alle sehr unangenehm aus, weil Schwarz hier schon, also insbesondere diese beiden verbundenen Freibauern und der Affen fängt. Deswegen möchte Weiß nicht so richtig tauschen. Läufer C2 geht leider auch nicht, weil nach Turm schlägt A5 ist Weiß sofort matt. Und hier, ja, sollte Weiß wahrscheinlich Dame E4 spielen. Mit der Idee, dass wenn Schwarz jetzt eben hier die Damen tauscht, die weiße Struktur repariert wird und die beiden verbundenen Freibauern eben nicht mehr ganz so frei sind, also der D-Bauer kann sich nicht mehr frei bewegen. Nach Turm A5, König A3 steht Schwarz natürlich immer noch besser, aber Weiß hat hier Rettungschancen. Stattdessen folgte aber Turm E6 Schach und nach König F7 Dame B7. Hier hat Schwarz König G8 gespielt, tatsächlich war es auch möglich, auf E6 zu nehmen. Mit der Idee nach Läufer D7, König F6, Läufer schlägt F5, Turm A5, König B2, Turm B5 in dieses Endspiel zu gehen. Das ist völlig gewonnen mit den drei verbundenen Freibauern. Auch wenn es ungleichfarbige Läufer sind,
Hier hat Weiß keinerlei Chance, das zu halten. Aber ja, nach König G8 hat Weiß jetzt auch weiter Schach gegeben. Stattdessen sollte man stattdessen vielleicht Turm E2 spielen. Und nach Turm A5, also auch diese Stellung ist schrecklich für Weiß, aber man spielt zumindest noch. Nach dem Schach spielt man nicht mehr lange. Es folgte... Oh, Entschuldigung. Es folgte hier Dame B8. Und nach Dame B8 König H7. Turm E2, Turm A5 ist das Problem, dass die Dame jetzt halt vor allem von E8 decken kann. Und nach Dame D3, Turm B2, Dame D4, Turm E2, Dame A1 wurde Weiß matt gesetzt. Hier, das Ende sieht vielleicht etwas komisch aus, aber es ist davon auszugehen, wir sind hier bei Zug 60 und es war eine super komplizierte Partie. Hier werden einfach beide in Zeitnot gewesen sein und ja, dementsprechend lässt man sich dann vielleicht auch mal matt setzen. Ja, das war eine super spannende Partie und auch eine sehr, sehr wichtige Partie für den Turnierausgang. Denn am Ende standen beide Spielerinnen bei 7 Punkten. Und ja, man kann sich natürlich darüber streiten, wer es dann mehr verdient hat zu gewinnen. Also ja, bei Feinwertungen ist man natürlich immer, die eine spricht für den einen, die andere für den anderen. Das ist häufig so. Und in dem Turnier war die Feinwertung Buchholz und da lag tatsächlich leicht vorne Claudia Kulon, die auch diese Partie gewinnen konnte. Also ja, im direkten Vergleich hat sie auch gewonnen. Dementsprechend ja, kann man auf jeden Fall sagen, es war schon ein verdienter Turniersieg. Sie hat die erste Runde des Turniers tatsächlich verloren und dann eben noch 7 Punkte aus 8 Partien geholt. Das war schon sehr, sehr stark. Und ja, da von mir herzlichen Glückwunsch noch an Claudia. Das war ein super Ergebnis, auch sehr, sehr spannende Partien, sehr kämpferisch. Und ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Die beiden haben mir wirklich super Schach gezeigt, auch natürlich von Weiß sehr, sehr viele interessante Ideen, insbesondere in der Eröffnung und im Mittelspiel. Und auch als sie schlechter stand, sie hat sich nicht aufgegeben. Sie hat weiter versucht zu kämpfen und so aktiv wie möglich zu spielen und eben Probleme zu stellen. Hier hat es jetzt nicht ganz für den halben Punkt gereicht, aber... ja, in vielen Fällen tut es das und sie hatte zwischendurch ja tatsächlich die Chance, auch mal das Remis einzusammeln. Aber es ist dann eben häufig auch nicht so einfach. Solche Partien kosten Kraft und dann kann man eben auch nicht jede Chance nutzen. Aber wenn man sie gar nicht erst kreiert, dann nutzt man sie auf jeden Fall niemals. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!